Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in mir regt sich so etwas wie Vorfreude. Viele Länder haben angekündigt, die Maßnahmen des Lockdowns schrittweise zu lockern. Wir blicken langsam also wieder in die Zukunft. Mit der neuen Aussicht mehren sich aber auch die Fragen, ob sich unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Wirtschaften nachhaltig verändert haben. Über die Ära nach Corona spreche ich heute mit zwei der führenden Intellektuellen unserer Zeit, und zwar etwas später in der Sendung mit der Philosophin Caroline Ehmke, die für die Süddeutsche Zeitung ein Corona-Tagebuch schreibt. Zuerst aber ist uns Harald Welzer zugeschaltet. Er ist Soziologe und Sozialpsychologe, Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg und Leiter der Stiftung Futur 2. Herzlich willkommen, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Ja, Herr Welzer, in dieser Zeit kann man wahrscheinlich gar nicht anders, als zuerst zu fragen, was Sie wahrscheinlich schon viele Journalisten gefragt haben, nämlich, wie geht es Ihnen eigentlich? Ja, mir selber geht es total gut. Für mich ist ja die Lebensveränderung auch nicht so gravierend, weil ich sowieso Schreibtischtäter bin und sowas wie Homeoffice für mich eigentlich eher ein normalerer Zustand ist als für die meisten anderen Menschen. Insofern ist mein Leben eigentlich in Ordnung. Sie befassen sich ja von Berufes wegen mit der Transformation von Gesellschaften. Das ist einer der Schwerpunkte, der Sie schon lange auch in Ihrer Forschung umtreibt. Nun klingt ja Transformation nach etwas Langsamem, nach etwas Durchdachtem. Die Corona-Pandemie ist aber eher sowas fast schon wie ein Erdrutsch. Naja, es ist halt eine geradezu unfassbar beschleunigte Veränderung von Gesellschaft, ja praktisch von jetzt auf gleich, ohne irgendeinen Bremsweg, runterfahren der öffentlichen Aktivitäten, runterfahren vieler Bereiche der Wirtschaft, runterfahren der kulturellen Aktivitäten, der sozialen Beziehungen, sofern sie über den engsten Kreis hinausgehen und so weiter. Das heißt, als Sozialpsychologe würde ich sagen, wir haben eine gigantische Versuchsanordnung. Und es ist sehr interessant anzugucken, wie wirken sich diese Veränderungen jetzt gegenwärtig eigentlich aus. Gibt es denn eigentlich jetzt aus Ihrer Sicht irgendwelche Resultate dazu, wie sich Gesellschaften nachhaltiger verändern? Tun Sie das eher, wenn es langsam vonstatten geht oder wenn eine Krise uns ganz plötzlich zwingt zum Umdenken? Also ich glaube, und das hat mal der Soziologe Karl Otto Hondrich vor vielen Jahren gesagt, er ist inzwischen verstorben, dass Gesellschaften eigentlich nur Widerwillen lernen. Das heißt, durch Ereignisse, mit denen sie konfrontiert sind, im Normalverlauf lernen Gesellschaften nicht. Da modifizieren sie vielleicht einzelne kleine Teilbereiche. Aber Gesellschaften haben eigentlich eine große Trägheit, wenn sie gut funktionieren. Dann sind sie darauf bedacht, dass sie weiterhin gut funktionieren. Und das ist natürlich, wie wir wissen, für viele wünschenswerte Transformationsprozesse wahnsinnig hinderlich. Also siehe Reaktionen, Anpassung an den Klimawandel, verändertes Verhalten, was Ressourcen angeht und so weiter. Das ist unglaublich träge, da gibt es wahnsinnig viele Blockierungen. Aber in solchen Krisensituationen werden plötzlich Dinge sehr, sehr schnell möglich, die unter Normalbedingungen überhaupt nicht möglich werden. Wobei das jetzt noch nicht heißt, noch nichts darüber aussagt, ob das positiv oder negativ ist. Ja, das wollte ich natürlich jetzt gerade fragen. Vielleicht können Sie dazu doch was sagen. Naja, ich finde es ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Es gab ja sofort nach dem Shutdown Stimmen, wo man ganz begeistert gewesen ist, oh, jetzt sehen wir eine Entschleunigung, oh, der Flugverkehr stoppt, oh, jetzt haben wir die Welt, wie wir sie eigentlich hinterher haben wollen. Ich finde das fragwürdig deswegen, weil natürlich von der Dauer der Krise es abhängig ist, was die Folgen sein werden. Ob man gewissermaßen einen Sortiervorgang machen kann und sagen kann, wir haben jetzt verschiedene Dinge in dieser merkwürdigen Auszeit zur Kenntnis genommen. Wir nehmen zur Kenntnis, Lieferketten sind ein großes Problem, Globalisierung ist entzaubert, es geht auch alles viel langsamer, die Weltreichweite muss nicht so groß sein. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die jetzt, sagen wir mal, für eine wünschenswerte ökosoziale Transformation nutzbar sein werden.
Wenn aber dieser Zustand lange andauert, dann werden natürlich die wirtschaftlichen und die psychosozialen Folgen so gravierend, dass die Menschen nur denken, um Gottes Willen, wir wollen aus diesem Zustand wieder raus, koste es, was es wolle, komme, was da wolle. Wir wollen irgendeine Form von sozialer Normalität wieder haben. Und dann wird die Folge sein, dass alle diese, es gibt ja jetzt schon den Begriff der Green Recovery, also man kommt sozusagen mit ökologischen Strategien am besten aus der Krise raus, aber diese Fragen werden dann wahrscheinlich überhaupt nicht gestellt, sondern dann wird es darum gehen, irgendwie so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen und alles andere kann man dann später machen. Sie haben ja vor noch gar nicht langer Zeit dieses Buch geschrieben, Alles könnte anders sein. Und darin skizzieren Sie ja eigentlich die Transformation einer Gesellschaft, aber eben durchdacht mit demokratischen Mitteln langsam vonstatten gehen. Aber da geht es eigentlich genau um eine Welt mit weniger Konsum, weniger Mobilität, sozialverträgliches Wirtschaften. Haben Sie beim Schreiben dieses Buches, oder ich muss so fragen, in welchen Zeiträumen haben Sie gedacht? War Ihnen je irgendwie vor Augen, dass etwas passieren könnte, was diese Fragen so dermaßen schnell aufs Tapet bringen wird? Sie schmunzeln schon. Naja, ja, natürlich, weil wenn irgendjemand behaupten würde, er habe mit so etwas gerechnet, dann kann man das gar nicht ernst nehmen. Niemand hat damit gerechnet. Was übrigens historisch interessant ist, weil wir überhaupt keine tiefgreifende Krise, kein Epochenereignis haben, was irgendjemand vorhergesehen hat. Also weder aus der Geschichtswissenschaft noch aus der Soziologie noch aus der Politikwissenschaft. Alle stehen sie, oder aus der Wirtschaftswissenschaft, alle stehen sie dann immer da und sagen, huch, was ist denn jetzt passiert? Das ist für sich genommen schon mal interessant, weil wir daran sehen können, dass unsere prognostischen Möglichkeiten doch ausgesprochen begrenzt sind. Die sind immer ausgerichtet auf den Normalverlauf. So. Und die Veränderungsprozesse, die ich in diesem Buch skizziere, die haben ganz unterschiedliche Zeithorizonte. Da sind einige dabei, wo ich sagen würde, das kann man ganz direkt einführen. Also wie jetzt zum Beispiel, es ist ja, steht jetzt in dem Buch nicht drin, aber sagen wir mal, bestimmte eskapistische Formen des Tourismus abzuschaffen, wie Kreuzfahrten und sowas. Das haben wir jetzt gewissermaßen im Zeitraffer schon erledigt durch diese Krise. Die Frage der autofreien Stadt, solche Dinge sind Dinge, die kann man relativ zeitnah angehen. Aber in dem Buch geht es ja auch um konkrete Utopien im Sinne eines anderen Sozialverhaltens oder des Verschwindens von Grenzen und sowas. Und das ist in dem Buch skizziert als ein sehr viel längerfristiger Horizont. Und ich habe deswegen geschmunzelt, weil die große Fragestellung für die Transformation ist ja, geschieht sie by design or by disaster? Also sozusagen gestaltend oder reagierend? Und jetzt haben wir ja tatsächlich die Situation des Desasters und eine wirklich in Höchstgeschwindigkeit ablaufende Transformation, aber mit total offenem Ausgang. Mhm. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie kommen denn diese Gesellschaften wieder raus aus diesem Geschehnis, von dem wir gerade ein Teil sind. Und wenn Sie dieses Stichwort jetzt erwähnen, by design or by disaster, dann gehört da ja auch dazu, dass by design zum Beispiel auch heißen könnte, dass wir das als freie Menschen tun. Und tatsächlich hat Ihr Buch ja auch einen Untertitel, nämlich eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Und was wir jetzt ja gerade sehen, ist eigentlich eine Gesellschaftsutopie für unfreie Menschen, respektive werden ganz viele Menschen im Moment in einen Zustand hineingezwungen, zu dem sie nicht Ja sagen konnten und den sie eigentlich auch, wenn man sie fragt, tief verabscheuen. Ja, aber auch das ist natürlich eine Frage der Dauer dieser Krise. Also ich glaube, dass man jetzt in den demokratischen Gesellschaften, in der Bundesrepublik, in der Schweiz, in Österreich und so weiter, als Bürgerinnen und Bürger einwilligt in die Beschränkung der Grundrechte, dann geschieht es ja nur sozusagen, wenn wir den Referenzrahmen haben, es herrscht jetzt Krise, es herrscht eine epidemiologische Notwendigkeit, das jetzt auf sich zu nehmen. Und das ist aber immer sozusagen im Bewusstsein so, das ist ein vorübergehender Zustand. Und danach werden wir wieder unsere gewohnten Freiheiten haben. Und hier kommen wir natürlich in ein Gebiet, was relativ schwierig werden könnte, wenn nämlich diese Grundrechtsbeschränkungen auf längere Sicht eingehalten werden oder den Leuten auferlegt werden. Wir kommen auch dort in eine schwierige Situation, wo dann Handy-Tracking
als etwas sozusagen sozial Erwünschtes plötzlich verstanden wird und wir Entwicklungen haben, wo plötzlich etwas eingeführt wird, was man hinterher gar nicht so leicht wieder aus der Gesellschaft rauskriegt, besonders dann, wenn es sich als erfolgreich in der Seuchenbekämpfung erwiesen hat. Oder wir haben noch verschärfter natürlich Situationen in Ländern wie Ungarn beispielsweise oder anderen Ländern, wo die Krise genutzt wird, um Grundrechte dauerhaft, forever auszuhebeln und die Gesellschaft als Ganze zu verwandeln. Das sind alles Dimensionen innerhalb dieser Krise, wo zum gegebenen Zeitpunkt es extrem schwer ist zu sagen, wie sind denn da die weiteren Entwicklungen? Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, wir müssen einerseits vor dem auch warnen, was Sie in anderen Büchern zum Teil auch eine Konsensverschiebung nennen. Also dass wir plötzlich merken, Sachen werden akzeptabel, die wir vorher ganz klar zurückgewiesen haben. Wir müssen alert sein im Beschreiben dieser Konsensverschiebungen. Und zugleich brauchen wir ja aber schon auch die Momente, in denen sich der Konsens verschiebt. Nur der sollte sich eben transformieren, langsam und demokratisch abgestützt. Verstehe ich das richtig? Ich würde sogar noch verschärfen. Ich würde sagen, wir sehen ja jetzt in den europäischen Ländern eine unglaubliche Rationalität auf Seiten der Bevölkerung. Wir haben ja noch an keiner Stelle, auch in den Ländern, wo die Regeln viel schärfer sind, also in Spanien beispielsweise, jetzt wirklich massiven Protest oder einfach sozusagen das Ignorieren dieser beschlossenen Maßnahmen gesehen. Es gibt ja sozusagen eine ganz hohe Übereinstimmung auf der Ebene der Einsicht der Bürgerinnen und der Bürger mit dem Handeln, was anscheinend notwendig ist. Und ich finde, das muss man auch von Seiten der Regierung würdigen. Wir haben jetzt in dem Sinn, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine Versuchsanordnung. Und die Versuchsanordnung zeigt uns, dass die Bürgerinnen und Bürger in einer wirklich absolut überwiegendsten Mehrheit in der Lage sind, erstens selbst zu denken, zweitens sich selbst zu beschränken, wenn ihnen ihre Überlegungen das nahelegen und drittens sich, auch wenn das noch gar nicht kodifizierte Regeln sind, sich so zu verhalten, dass es für die Bewältigung einer solchen Pandemie absolut sinnvoll ist. Und ich finde, das ist eine Lernerfahrung, die auch von Seiten der Politik und von Seiten anderer Eliten zur Kenntnis genommen wird. Man hat hier eine hohe Verlässlichkeit auf Seiten der Bürgerschaft und das muss man auch für jetzt diese Diskussionen um weitere Lockerungen und sowas zur Kenntnis nehmen. Ich reg mich im Moment gerade ein bisschen darüber auf, dass je länger diese Ausnahmesituation anhält, desto paternalistischer wird das Selbstverständnis auf Seiten der Politik und desto infantilisierter kommt man sich als Bürger vor, obwohl man doch jetzt eigentlich die ganze Zeit sehr compliant, also sozusagen einverständig, rational sich da verhalten hat. Und da muss Politik auch nachsteuern in ihrem Selbstverständnis. Herr Welzer, was macht Sie so sicher, dass Sie einem so, sagen wir jetzt mal, positiven, optimistischen Bild des Menschen jetzt gerade anhängen? Ich meine, man könnte ja auch sagen, das ist nicht so, dass die Leute jetzt rational agieren, dass die sich überlegt haben, ist es nicht vernünftig, diesen Regeln zu gehorchen, wir brauchen das jetzt, diesen Lockdown, sondern viele sagen auch, naja, das wurde uns einfach angedroht. Und einige sind auch der Meinung, wir sollten auch daraus etwas lernen, wenn wir auf den Klimawandel blicken. Da war immer eindeutig, gewisse Regeln können wir nicht durchsetzen, das Volk wird das nie mittragen. Und jetzt sehen wir, das geht ja doch, wir können Regeln durchsetzen. Aber zugleich wird natürlich gewarnt, dass wir plötzlich eben in Zuständen sind wie in China, wo ein Staatsapparat diktiert, wo es lang geht. Also zusammengefasst, mich interessiert, warum glauben Sie, dass die Menschen das wirklich im Innersten mittragen und nicht einfach nur aus Angst vor Sanktionen die Regeln befolgen? Weil sie es einfach tun. Ich meine, jede Bewegung im öffentlichen Raum, jetzt zur Zeit, wenn man einkaufen geht oder ein bisschen Sport macht oder sowas, zeigt ja, dass die Leute sich genau so auch verhalten. Also das Bedürfnis nach Regelübertretung ist wesentlich geringer als beispielsweise im Straßenverkehr oder so. Und wenn man Interviews macht oder sich mit Leuten unterhält oder auch Interviews sich anhört, dann gibt es immer sofort, bevor man sagt, was einen stört, die Betonung dessen, das sei ja nun mal jetzt notwendig. Also insofern glaube ich, und das ist, muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir in dem Sinne sehr, sehr starke Demokratien bewohnen,
dass Leute wirklich aktiv teilnehmen an solchen außergewöhnlichen Geschehnissen und ihrer Bewältigung. Und dann muss man dazu sagen, wenn wir dann noch die ganzen Initiativen uns anschauen, also wie es dann sozusagen Aktionen der Hilfe für Obdachlose oder für ältere Bevölkerungsmitglieder oder im Kulturbereich Konzerte und all diese Dinge gibt, dann muss man doch wirklich mal die Perspektive umdrehen und sagen, wir sind doch hier nicht in einer Monarchie, wo irgendwie Könige dekretieren, wie das Verhalten zu sein hat, sondern wir sind in aufgeklärten Demokratien, wo man Zutrauen in die Bevölkerung haben kann. Und übrigens umgekehrt wird das ja auch gespielt, weil das Systemvertrauen, also das Vertrauen in die Regierung gegenwärtig ja höher ist als unter Normalbedingungen. Und ich finde, da muss ein Verhältnis der Angemessenheit auch von Seiten der Politik wiederhergestellt werden. Jetzt haben Sie bereits vorhin im Gespräch erwähnt, dass es diese Diskussion gibt um das Tracking, also um die Frage, ob wir die Smartphones einsetzen sollen, wenn es jetzt darum geht, auch schrittweise aus diesem Lockdown zu finden. Und tatsächlich hat die Schweiz entschieden, am 11. Mai eine entsprechende App zur Verfügung zu stellen. Es ist eine App, die von der ETH und der EPFL entwickelt worden ist. Es ist eine App, die dezentral laufen wird. Das heißt, die privaten Daten werden auf den Smartphones verbleiben. Und es geht darum, dass via Bluetooth die einzelnen Handys sich sozusagen finden und man alarmiert wird, wenn man in der Nähe eines Besitzers eines Handys war, der später eingibt, dass er positiv getestet worden ist. Das Downloaden der App wird freiwillig sein. Nun haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, Die smarte Diktatur. Darin äußern Sie sich sehr, sagen wir mal, kritisch gegenüber der Idee, dass die Technik uns retten wird. Wie denken Sie denn im Moment über diese Vorstellung nach, dass dieses Tracking ein wichtiges Puzzleteil sein könnte, wenn es darum geht, die Maßnahmen zu lockern? Ja, also ich persönlich finde das sehr problematisch, also weil ich die Befürchtung habe, dass in dem Augenblick, wo das installiert wird, wir eine soziale Innovation haben, die lautet, unter bestimmten Bedingungen ist es wünschenswert und legitim, Bewegungsdaten von Bürgerinnen und Bürgern zu erheben und für bestimmte Zwecke zu nutzen. Das ist dann sofort, ja, aber hier geht es ja um was Gutes, würde als Argument kommen. Aber gleichwohl ist es eigentlich etwas, wo die Güterabwägung, ob das in einer freien Gesellschaft überhaupt legitim sein kann, jemals, die ist sozusagen schon mal hintangestellt. Zweiter Punkt, und den finde ich wirklich, wenn ich es neutral sagen würde, jetzt wahnsinnig interessant, ist ja der Begriff der Freiwilligkeit. Den Begriff der Freiwilligkeit kann man hier auch übersetzen in wünschenswerte Konformität, weil es wird ja definitiv so sein, dass wenn Menschen dann nicht mitmachen, sich diese App nicht runterladen, sie legitimationspflichtig sind und gefragt werden, warum machst du denn da nicht mit? Und so formuliert es unser Bundespräsident beispielsweise, du rettest doch Menschenleben. Ja, da wird sozusagen das Problem plötzlich individualisiert und die Freiwilligkeit wird tatsächlich in eine Art sozialen Zwang übersetzt, dass derjenige Außenseiter ist, der jetzt bei diesen Sachen nicht mitmacht. Und ich persönlich frage mich das für so antiquierte Persönlichkeiten wie mich. Ich habe gar kein Smartphone. Was passiert denn dann mit mir? Bin ich sozusagen von vornherein gesellschaftlicher Außenseiter, Spielverderber, sozial unverträglich? Oder was ist das eigentlich? Und schon an so einem Beispiel sieht man, dass hier eine Konformität gewissermaßen installiert wird, der sich die Menschen notwendigerweise dann fügen müssen. Also zum ersten Punkt, diese App, wie sie jetzt vorgesehen ist, wird keine Bewegungsprofile speichern. Das läuft wirklich genau andersrum. Aber der zweite Punkt, der ist selbstverständlich gegeben. Es ist ja nicht nur so, dass Personen, die kein Smartphone besitzen oder diese App nicht runterladen wollen, vielleicht unter Druck geraten, sondern es wurde auch gezeigt, dass jedes vierte Smartphone überhaupt nicht in der Lage ist, diese spezifische Technologie auszuführen, weil die Geräte schlicht zu alt sind. Und die Frage ist natürlich, ob dann nicht genau die gefährdeten Menschen, zum Beispiel auch ältere Personen, dann eben sich nicht schützen können mit einem entsprechenden Smartphone. Aber ich würde vielleicht gerne noch einmal diesen Punkt der Konformität aufnehmen, Herr Welzer, weil ja schon eine Spannung besteht, sagen wir jetzt mal ganz grob gesagt, wenn wir noch einmal zurückkommen auf die eigentlich große Krise oder andere große Krise unserer Zeit, nämlich den Klimawandel. Dann müssen wir ja doch sagen, dass wir uns ein Stück weit
eine neue Konformität doch wünschen, die in diese Richtung geht, dass Menschen sich zum Beispiel umweltfreundlicher verhalten. Also wenn ein Sozialdruck entsteht in die Richtung, dass Menschen weniger fliegen oder weniger Auto fahren oder Glühbirnen einschrauben, finden Sie diesen Druck dann auch problematisch? Ich würde es andersrum diskutieren. Wir haben ja bislang, wenn wir die Diskussion um Klimapolitik angucken, haben wir einen ganz umgekehrten Druck. Da ist ja der Druck, der von der Konsumgesellschaft ausgeht, wo den Leuten ständig Konformität sozusagen angetragen wird. Sie mögen bitte mehrfach im Jahr Urlaub machen, sie mögen bitte Fernreisen machen, sie mögen bitte Kreuzfahrten buchen und sie mögen bitte größere Autos kaufen und davon auch noch mehr. Also wir haben ja eine Leitkultur der Verschwendung oder der Erhöhung von Weltreichweite, wie Hartmut Rosa das nennen würde. Und da wird ja eine Konformität in genau gegenteiliger Richtung erzeugt. Und diejenigen, die Abweichler sind, sind dann die Fridays for Future oder Leute, die sich vegan ernähren und so weiter. Und wir haben ja genau das Umgekehrte, dass diese Menschen, die versuchen, in irgendeiner Weise auf die Herausforderung des Klimawandels zu reagieren, die stehen ständig unter Rechtfertigungsdruck, während die Normalverhältnisse sich nie legitimieren müssen, obwohl die eigentlich zerstörerischen sind. Wenn wir das jetzt auf die Corona-Situation übertragen würden, dann wäre das eigentlich so absurd, dass alle diejenigen, die jetzt Abstand halten oder eine Maske tragen oder zu Hause bleiben oder sowas, dauernd begründen müssten, weshalb sie das tun. Und diejenigen, die Corona-Partys feiern, das wären eigentlich diejenigen, die sozusagen den Normalbetrieb repräsentieren würden. Und daran kann man sehen, wie verquer eigentlich die ganze Diskussion und vor allen Dingen auch die Politik in Bezug auf den Klimawandel ist. Jetzt gibt es ja auch immer wieder die Stimmen, die die ganze Krise, die Corona-Krise ein bisschen so gedeutet haben, dass die Welt da auf irgendetwas reagiert. Der deutsche Bundestrainer Jogi Löw hat zum Beispiel gesagt, naja, die Welt, die Erde, die wehrt sich gerade. Wir erleben einen kollektiven Burnout der Welt. Die Erde hat genug von unserem Tempo, von unserer Ausbeutung. Was halten Sie von einer Moralisierung dieser ganzen Corona-Pandemie in dieser Art? Also Moralisierung ist immer kontraproduktiv. Moralisierung erzeugt immer das, was Psychologen Reaktanz nennen. Und Menschen möchten nicht, deshalb habe ich vorhin auch diese paternalistische Haltung von Politik angesprochen, Menschen möchten nicht moralisch zu etwas gedrängt werden. Dann sagen sie, nee, ich möchte das lieber selber bedenken und entscheiden und tun häufig das genaue Gegenteil. Und jetzt die Corona-Krise in gewisser Weise zu romantisieren als irgendetwas, wo die Welt jetzt zurückschlägt oder der Planet oder sonst was, das ist ja Quatsch. Also erstmal hätten wir ja unter anderen Bedingungen der globalen Kommunikation von dieser Krise gar nichts mitgekriegt oder auf ganz andere Art und Weise und erleben ja gerade, wie so eine Seuche im Unterschied zu der spanischen Grippe oder zu der Pest oder sowas von modernen Gesellschaften mit modernen Kommunikationsmitteln ganz anders gehandelt wird. Also irgendeine Form von Naturromantik hier mit einzuführen, scheint mir nicht besonders viel zu bringen. Wenn wir über Transformation sprechen und darüber, was wir als Gesellschaft gelernt haben werden, dann ist eine große Frage ja auch, wie wir umgehen mit den Berufen, mit der Bewertung von Berufstätigkeiten. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die Pflegefachpersonen oft unterbezahlt sind, nicht die Anerkennung kriegen, die sie eigentlich kriegen sollten. Kommt dazu, dass sehr viele Menschen in pflegenden Berufen Personen sind mit Migrationshintergrund. Und in Großbritannien ist gerade ein Video viral gegangen mit dem Hashtag You Clap For Me Now. Das ist eine Art langes Gedicht. Wir blicken ganz kurz zusammen rein. So, it's finally happened. Something's come from overseas and taken your jobs. Made it unsafe to walk the streets. Kept you trapped in your home. A dirty disease. Your proud nation gone. But not me. Or me. Or me. Or me. No, you clap for me now. You cheer as I toil. Bringing food to your family. Bringing food from your soil. Propping up your hospitals. Don't say go home. Don't say not here. See what we have learned.
Ja, Herr Welzer, glauben Sie, dass wir als Gesellschaft etwas lernen in der Bewertung von Tätigkeiten und wird das auch nachhaltig etwas bewirken im Blick auf das Anerkennen, dass zum Beispiel sehr viele Personen mit Migrationshintergrund bei uns diese Arbeit machen? Ja, das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Natürlich haben wir im Moment eine Wirksamkeit von solchen Videos und wir haben auch, wie soll man sagen, sehr viel Krokodilstränen in Talkshows, ja, wie toll jetzt die Leute sind, die Gesellschaft zusammenhalten und so weiter. Am Ende wird es ganz hart darum gehen, um Tarifauseinandersetzungen, um das Erkämpfen von Rechten und so weiter. Und da würde man jetzt sagen, klar ist die Optik auf die Personengruppen, die tatsächlich für die Gesellschaft extrem relevant sind, die hat sich verändert. Also wir hatten nach der Finanzkrise, nachdem die sich verzogen hat, sind wir ja wieder in den Modus übergegangen, Banker und Leute, die sich Bonus genehmigen und so weiter für systemrelevant zu halten. Jetzt haben wir mal eine umgekehrte Perspektive und sehen, wie die Gesellschaft aussehen würde, wenn es eben nicht diejenigen im Supermarkt oder bei der Müllabfuhr oder sonst was gäbe. Aber Gesellschaften sind da natürlich arrogant. Und in dem Augenblick, wo es um Verteilung geht, werden dann diese Argumente und Erfahrungen, die dann in so schönen Videos oder beim abendlichen Klatschen und Bedanken, das ist dann eben, muss man mal gucken, was das dann wert ist als Bewusstseinsveränderung. Herr Welzer, vielleicht zum Schluss, diejenigen, die dieses Momentum, dass diese Krise ja doch irgendwie auch ergibt oder wachruft, diejenigen, die gerne eine Welt möchten, wie Sie sie eben skizzieren in diesem Alles könnte anders sein. Wie nutzen Sie dieses Momentum? Was wäre jetzt zu tun, um zukunftsfähig zu sein nach dieser Krise? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, das tatsächlich auszuwerten, was wir jetzt in der Gegenwart lernen. Ich halte nicht viel davon, Diskussionen darüber zu führen, was wird nach der Krise sein, weil wir das alle nicht wissen und das von vielen Faktoren abhängt. Aber was wir im Moment sehen, und wir haben ja verschiedene Punkte schon angesprochen, Globalisierung ist entzaubert. Also sozusagen wirklich völlige marktliberale Wirtschaftspolitik ist entzaubert. Wir sehen das ja auch daran, dass die ganzen Ökonominnen und Ökonomen, ich sage das jetzt mal einfach so, überhaupt nichts auf Tasche haben. Also wir haben uns über Jahre angehört, dass der Markt alles regelt und man Menschen nichts vorschreiben darf und man sitzt auf Anreize und so weiter. In dem Augenblick, wo die Krise passiert, wird nach dem Staat gerufen und das ist der einzige Programmpunkt. Was anderes gibt es da nicht. Wir müssen das mitnehmen und sagen, wir brauchen auch eine andere Form von Wirtschaftswissenschaft. Eine Wirtschaftswissenschaft, die in der Lage sein muss, Gesellschaften und Finanzsysteme und Marktsysteme resilient zu machen. Das heißt, auch unter Krisenbedingungen funktionsfähig zu halten und nicht sozusagen nach einer Variable zu streben, nämlich Wachstum. Und dann hört schon gewissermaßen die Theoriebildung auf und die Praxis sowieso. Und das sind jetzt Lerneffekte, genauso wie die Frage der Bewertung von Tätigkeiten, der Wertschätzung von gesellschaftlichen Beiträgen und so weiter. Und da würde ich sagen, wir haben das Moment, solche Dinge jetzt auszuwerten, vor uns hinzulegen und zu sagen, was brauchen wir davon, um eine moderne, nachhaltige Gesellschaft unter demokratischen Bedingungen dann weiterzuentwickeln. Vielen herzlichen Dank, Herr Welzer. Also es geht auch darum zu sehen, was uns eben fehlt, um dann konstruktiv Lösungen zu entwickeln. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Welzer, und alles Gute weiter im Homeoffice, solange es noch nötig ist. Danke sehr. Ja, okay. Vielen Dank. Ja, wie es nach der Krise weitergehen wird, wissen wir nicht. Die Philosophie ist auch nicht zuständig für Prognosen, wohl aber dafür, darüber nachzudenken, welche Welt die beste wäre und wie wir uns dem Besseren annähern könnten. Über diese Frage haben auch Schülerinnen und Schüler nachgedacht, die bei unserem Philosophiewettbewerb mitgemacht haben. Einige Einsendungen haben uns Corona-bedingt leider zu spät erreicht, zum Beispiel die perfekte Weltschachtel des 10-jährigen Fabrizio aus Eschi bei Spiez, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Das ist eine großartige Schachtel, beklebt mit ganz vielen bunten Dingen und vor allem bewohnt von unterschiedlichsten Menschen und Tieren und Pflanzen, die uns eine Mitteilung machen wollen, wie die perfekte Welt denn auszusehen hat. Zum Beispiel dieses Kleinstwesen, ein winziges Chamäleon, das sagt, auch die Kleinen haben was zu sagen. Oder dieser Punk hier,
der sagt, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, versteht man sich trotzdem. Oder auch eine Person, die hier, die sagt, alle haben Platz, ob weiß oder schwarz, die Welt ist nämlich farbig. Ja, Fabrizio, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese perfekte Weltschachtel, für diese wunderbare Arbeit. Wir haben uns darüber wirklich sehr gefreut. Ja, und als Nächstes spreche ich nun mit der Philosophin und Publizistin Caroline Emke. Sie war lange Zeit als Kriegsreporterin tätig und hat in vielen Texten darüber nachgedacht, wie über das Leiden eigentlich zu sprechen und zu schreiben wäre. Aufgefallen ist mir ihre kluge Stimme jetzt wieder anlässlich ihres Corona-Tagebuchs, das sie für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Und sie ist uns jetzt zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Caroline Emke. Ja, vielen Dank. Frau Emke, in dieser speziellen Zeit kann ich gar nicht anders, als auch Sie zu fragen, wie geht's Ihnen denn so? Ich vermute, in manchen Teilen so, wie es uns allen geht, in der Hinsicht, dass ich natürlich auch zu Hause bin, mich an die Regeln und die Abstandsregeln und die Bewegungsbeschränkungen halte. Ich bin sicherlich privilegiert. Ich bin in Berlin, nicht in Madrid oder in London oder in Port-au-Prince oder in Lagos. Also insofern unterscheidet sich dann auch meine Situation vielleicht von der von vielen anderen. Aber natürlich mache ich mir große Sorgen um die Auswirkungen dieser Pandemie. Sie schreiben in Ihrem Corona-Tagebuch an einer Stelle, und das hat mich sehr ins Denken gebracht, dass Sie finden, man spricht jetzt zu früh über das Danach. Und da gibt es diesen Satz, dass Sie sagen, es geht eigentlich jetzt darum, wie sich die Gegenwart in etwas verwandeln lässt, das mir gehört, bevor wir über dieses Danach sprechen. Was heißt das für Sie genau? Ja, ich glaube, dass wir das in dieser Woche speziell nochmal erlebt haben. Ein ungeheures Füßescharren, einen Druck, doch möglichst schnell jetzt Lockerungen, Öffnungen, eine Rückkehr zu einem Danach zu erreichen, ohne dass man ganz sicher sagen kann, dass das schon der richtige Moment dafür wäre. Ich muss zugeben, ich habe dieselbe Sehnsucht wie viele andere. Ich möchte auch gerne meine Freiheit zurück. Ich möchte auch gerne, dass wir wieder arbeiten können. Ich möchte auch gerne die Sorge um die ökonomischen Auswirkungen von mir haben. Aber ich sehe noch nicht, dass wir wirklich in einer Situation angekommen sind, in der man beruhigt sein kann. Und ich glaube, realistisch, wenn ich den Epidemiologen zuhöre, wird es erst in einem Jahr oder gar Ende nächsten Jahres einen Impfstoff geben, der genau diesen Schutz und damit auch die Rückkehr zur Normalität bedeutet. Und bis dahin müssen wir versuchen, uns ja diese Ausnahmesituation zu eigen zu machen, darin Praktiken zu entwickeln, die tragfähig sind und uns nicht verzweifeln lassen. Sie beschreiben auch, dass es immer eigentlich schon historische Zäsuren gegeben hat, bei denen die Zeitgenossen im Moment schon realisiert haben, das ist jetzt eine solche Zäsur. Also nicht immer nur im Nachhinein, sondern manchmal schon im Moment. Fühlt sich das für Sie so an? Glauben Sie, wir erleben im Moment eine historische Zäsur? Ja, eindeutig. Also ich bin 1967 geboren, ich habe sicherlich wie viele meiner Generation mehrere solcher Zäsuren schon erlebt. Der Fall der Mauer war natürlich eine solche historische Zäsur. Der 11. September war auch, oder habe ich als eine solche Zäsur empfunden. Da waren Sie ja, glaube ich, sogar in New York. Es war etwas unglücklich. Ich wollte mich eigentlich in New York erholen, wollte Urlaub machen von Kriegsgebieten und bin ein paar Tage vor dem 11. September in Downtown Manhattan gelandet, um da eben Urlaub zu verbringen. Das war dann misslungen, um es vorsichtig zu sagen. Also das waren sehr, sehr traumatische und lange nachwirkende Wochen dort in der Stadt. Aber diese Situation im Moment wird sicherlich
als eine solche historische Zäsur nicht nur wahrgenommen werden, sondern ich glaube, das ist die große historische Aufgabe, mit der wir als Generation, die wir ja ansonsten in Europa recht verschont geblieben sind, umgehen müssen. Wir können immer sagen, natürlich hat auch Europa gewaltförmige Konflikte erlebt. Wir haben den Jugoslawienkrieg erlebt. Natürlich haben wir auch dramatische, wirklich dramatische ökonomische Verwerfungen erlebt. Wir heißt jetzt weniger wir Nordeuropäer, sondern mehr die im Süden. Aber dies, glaube ich, ist eine solche historische Aufgabe für unsere ganze Generation. Und sie wird auch sicherlich nicht eben einfach nur in ein paar Wochen oder ein paar Monaten vorbei sein, sondern wir werden auf Jahre hinweg mit dem Beben dieser Krise zu tun haben. Und diese historische Zäsur besteht im Moment eben wirklich auch in einer Gegenwart, die wir noch nicht wirklich erfassen. Wittgenstein hat mal so schön gesagt, ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Insofern ist dieses sich nicht auskennen natürlich auch ein Anlass, um ins Philosophieren, ins Denken zu kommen. Sie greifen in Ihrem Tagebuch eine Szene auf, die mich sehr beschäftigt hat, die ich selber nicht gekannt habe, aber dann nachgeguckt habe. Sie beschreiben nämlich ein Klavierkonzert der portugiesischen Pianistin Maria João Pires. Und sie spielt ein Mozart-Klavierkonzert, ist allerdings in dieser Situation, als das Orchester zu spielen beginnt, in der unfassbar eigenartigen, bizarren und schwierigen Situation, dass sie feststellt, sie hat ein anderes Konzert vorbereitet. Sie versucht, dem Dirigent zu verstehen zu geben, ich kann das nicht spielen, das ist das falsche Konzert, aber der lässt nicht locker. Wir schauen uns diesen Konzertmitschnitt ganz kurz einen Teil davon an. Dass Sie es eingespielt haben, großartiger Moment, wie ich finde, weil man beim Zuschauen den Schock nachvollziehen kann und denkt, man würde spucken, würde es einem selber passieren. Sie sitzt da, hört die ersten Takte, hört, das ist Klavierkonzert D-Moll und sie ist auf ein ganz anderes eingestellt und zieht im ersten Moment, wie eben bei einem Schock, blank. Also sie glaubt, sie kann die Situation nicht überstehen und der Dirigent Ricardo Chailly ist so in einer Mischung von rücksichtslos und großartig vertrauensvoll und sagt ihm einfach, du kannst das, du hast es gespielt, wir schaffen das, los. Also lässt sich überhaupt nicht ein auf ihre Verunsicherung. Und ich glaube, etwas daran taugt als Metapher für die jetzige Situation, dass wir als eine Generation, die eben solche Form von Krisen noch nicht erlebt hat, die im ersten Moment auch sich ja, nackt fühlt, weil man gar keine Schutzmäntel hat für das, was einen da bedroht oder zu bedrohen scheint. Und
es eben auch so etwas braucht, wie einfach auch das Zutrauen, dass man vielleicht doch zurückgreifen kann auf ein Repertoire, das man in anderen Zeiten ausgebildet hat. Dass es doch Techniken und Praktiken und eben Verhaltensweisen gibt, die uns miteinander verbinden, die Solidarität herstellen, die einander helfen und diese Zeit überbrücken helfen. Und ich glaube, dass wir das in den vergangenen Wochen auch schon ansatzweise eben erlebt haben, dass wir zwar zunächst schockiert sind, aber doch jetzt merken, dass es ein Repertoire von vielleicht auch Strukturen, aber eben auch Wissensformationen gibt, die uns helfen. Jetzt sprechen Sie von diesem Wir, und auch das ist eine Frage, die Sie umtreibt schon sehr, sehr lange, nämlich wie ist eigentlich Zeugenschaft möglich, wie ist ein Sprechen über Krise möglich, wenn es dieses Wir vielleicht so gar nicht gibt und doch jeder irgendwie auch für sich spricht. Gerade das Tagebuch ist ja auch eine sehr persönliche Form, und Sie tippen auch immer wieder an, wie Sie Kontakte haben auf der ganzen Welt mit unterschiedlichsten Menschen. Wie sprechen wir denn, wie können wir gemeinsam sprechen und uns austauschen, wenn die Situationen sozial gesehen doch dermaßen unterschiedlich sind? Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das Schwierige im Moment ist, dass wir einerseits konstatieren müssen, wir erleben eine globale Epidemie, wir erleben etwas, das die gesamte Welt betrifft und in dem Sinne uns alle als Weltgemeinschaft, als Humanität betrifft und bedroht, und gleichzeitig etwas, das eben asynchron ist, das immer nur zeitversetzt sich entwickelt, das in dem einen Moment, in dem wir glauben, aufatmen zu können an einem bestimmten Ort der Welt, der Schrecken den nächsten Ort nur noch nicht erreicht hat. Also dass jede Erleichterung, jede Beruhigung, jede Angstfreiheit voreilig ist, im Grunde genommen. Und eben, dass diese Vorstellung, dass es uns alle betrifft, insofern falsch ist, weil sie natürlich alle ungleich trifft und die bestehenden Asymmetrien, die bestehenden Ungerechtigkeiten, die bestehenden sozialen und ökonomischen und politischen Ungleichheiten nur vertieft werden in dieser Krise. Insofern ist es eine ausgesprochen ambivalente Erfahrung einerseits oder eine disparate Erfahrung auch, die einen selber, finde ich, auch permanent ethisch, politisch verwirrt, weil man genau diese Form von Hinwendung zu anderen Gegenden, das Nachdenken über die Lebenswirklichkeit von anderen Regionen oder anderen Menschen nachdenken möchte und sie aber dauernd ins Verhältnis setzen muss zu den eigenen Privilegien, zu der eigenen Situation. Insofern ist es ein Verhandeln, glaube ich, der verschiedenen Kategorien von Wir oder von Pluralität, in denen wir denken können. Also wie ich schon gesagt habe, diese Idee der Zeugenschaft, das ist auch, haben Sie wirklich in einem Buch auch zum eigentlichen Thema gemacht. Also diese Idee, dass weil Dinge sagbar sind, sollten wir sie auch sagen. Im Moment geht es auch um uns gemeinsam verständigen, wie wir uns fühlen, was wir tun in dieser Krise. In dieser Zeugenschaft sind Sie aber immer wieder auch eine sehr politische Person, und im Moment macht Ihnen auch große Sorgen, wie Europa sich verhält. Und Sie sagen, im Moment in dieser Krise machen Sie sich Sorgen, dass Europa nur zu einem leeren Etikett werden wird. Was genau meinen Sie damit? Was erwarten Sie von Europa im Moment? Also ich erwarte von Europa, dass es sich tatsächlich als Gemeinschaft versteht und auch so handelt, dass es nicht nur ein Sonntagsreden-Lippenbekenntnis ist, von der Wertegemeinschaft Europas zu sprechen, an die Tradition der Menschenrechte und der Französischen Revolution zu appellieren, aber in dem ersten Moment, in dem es darauf ankäme, diese Vorstellungen von Menschenrechten und diese Vorstellungen von Werten auch entweder für andere einzusetzen, wie für die Geflüchteten auf den griechischen Inseln oder für die von den Krisen besonders betroffenen
südlicheren Ländern Europas. Also wenn es darum ginge, diese Werte dann auch tatsächlich in Solidarität und praktisch konkrete Solidarität im Jetzt zu übersetzen, wenn da blank gezogen wird, oder auf der anderen Seite die Werte gegen etwas in Anschlag zu bringen. Und das heißt, wenn wir erleben, wie Viktor Orban in Ungarn de facto den Rechtsstaat ausgesetzt hat und diese Krise und die Pandemie einfach nur instrumentalisiert für autoritäre Ambitionen, dann ist auch das ein Moment, in dem Europa tatsächlich wirklich reagieren muss und sagen muss, diese Sorte von antidemokratischem Verhalten gehört nicht zu Europa. Mhm. Und solange das nicht geschieht, ist selbst für jemanden wie mich, die wirklich überzeugte, passionierte, dankbare Europäerin ist, das einfach nur schamlos. Eine Schwierigkeit scheint mir ja zu sein, oder was mich sehr beschäftigt, ist, dass man im Moment sehr oft ja von Solidarität spricht. Solidarität ist ein Stichwort, was wir unglaublich viel jetzt gehört haben, vielleicht fast überstrapaziert. Aber Solidarität hat der Idee nach immer diese Vorstellung gehabt, dass im Zentrum ein Gemeinschaftsgefühl steht, ein Gefühl der Verbundenheit. Und was wir jetzt aber sehen, ist ja schon so was wie, dass plötzlich eigentlich die Nationalstaaten sich wieder auf sich selbst besinnen und sie schreiben auch, wie sie an sich selbst feststellen, mit Schrecken feststellen, dass sie bei diesen ganzen Statistiken, die man dauernd runterladen kann, als erstes mal gucken, wie sind die Sterberaten, die Opferzahlen im eigenen Land. Also in der Krise gucken wir auch wieder, was passiert bei uns zu Hause und vergessen, dieses Gemeinschaftsgefühl auszudehnen, vielleicht erst recht. Ich würde einmal gerne einen Schritt noch zurückgehen, bevor der Selbstkritik über die eigene Regression in so eine nationale Rasterfahndung, mit der man da diese Infektionszahlen anschaut. Und zwar bin ich nicht ganz sicher, ob ich Ihnen zustimme, dass die Voraussetzung für Solidarität so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl wäre. Das klingt ja so, als müsste jemand mir ähnlich sein, damit ich bereit bin, etwas zu tun. Sie zu unterstützen. Naja, ich, also, und ich das würde ich bezweifeln. Also, vielleicht, wenn ich das ganz kurz ausführen darf, warum ich diese Idee habe. Also dem Wortsinn nach, das stammt ja aus dem römischen Recht, dieses Jus in solidum und diese Idee der gegenseitigen Haftung für diejenigen, die dasselbe besitzen, dasselbe beackern. Und insofern glaube ich schon, oder habe ich das immer so verstanden, dass Solidarität viel damit zu tun hat, dass man sich erfährt als einander zugehörig. Und es gibt diesen wunderbaren Text von Jean-Jacques Rousseau, der mal gesagt hat, das Gefühl der Mitmenschlichkeit, das Gefühl der Zugehörigkeit, das verdampft auf Distanz. Sobald wir es auf Distanz ausdehnen wollen, verdampft dieses Gefühl. Und deswegen würde ich immer sagen, global gesehen brauchen wir vor allem eine Idee der Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit ist nicht auf ein Gemeinschaftsgefühl angewiesen. Ich weiß, was Sie wünschen von dem Begriff der Gerechtigkeit, aber ich glaube, dass der Begriff der Solidarität genauso identitär voraussetzungslos sein könnte. Mhm. Und zwar in dem Maß, in dem wir einfach, ich würde vielleicht sagen, der Tradition von Levinas uns Menschlichkeit als wechselseitige Verwundbarkeit denken, als wechselseitige Verletzbarkeit und wir darin einander verpflichtet uns fühlen. Und das setzt sozusagen nicht das voraus, was Sie unterstellt hatten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Form von Gemeinschaft oder eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Form von sich über Eigenschaften oder Besitz als Gemeinschaft definierende Lebensformen. Und das ist schon etwas, was wir im Moment erleben. Die wechselseitige Verwundbarkeit, dass sich eben in dieser Pandemie zeigt, dass Globalisierung nicht nur
die Mobilität von Finanzprodukten oder eben von Gütern oder Waren oder von Touristen ist, sondern dass sich auch damit eine Verwundbarkeit den Weg bahnen kann von einer Region in die andere. Mhm. Diese Verwundbarkeit ist aber global gesehen eben überhaupt nicht gleich. Also wenn man an die Flüchtlingslager denkt auf Lesbos, wo man befürchtet, dass dieses Coronavirus ausbrechen könnte, oder auch Favelas oder irgendwelche Armenviertel. Gleichzeitig ist natürlich die Tatsache, dass dieses Virus jetzt so weltumspannend vorhanden ist, ist vor allem denjenigen, sagen wir mal, zuzurechnen, die von der Globalisierung vor allem profitieren, nämlich diejenigen, die dauernd hin und her reisen und Feste gefeiert haben in allen Kontinenten. Ja, nicht nur. Also man muss sagen, wenn wir uns bestimmte Länder anschauen, ich glaube, das Beispiel, das mir jetzt gegenwärtig ist, ist Ecuador. Mhm. Und soweit das rekonstruierbar ist, wer diejenigen waren, die es sozusagen zuerst in eine bestimmte Gegend in Ecuador gebracht haben, dann sind das wohl ist das wohl eine Hausangestellte gewesen, die, glaube ich, in Spanien gearbeitet hat und nach Hause nach Ecuador gereist ist. Also es ist nicht so einfach zuzuschreiben, dass es vor allem sozusagen politische oder ökonomische Eliten gewesen seien, die das Virus verteilt haben. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein ganz, ganz großer Teil der Mobilität der Welt eben durch Arbeitsmigration auch entsteht. Das ist richtig, auch die chinesischen Wanderarbeiter zum Beispiel, ja. Mhm. Die Frage ist, wie gehen wir weiter in dieser Krise vor? Wie werden wir auch damit umgehen, dass diese, sagen wir jetzt mal, Lockdown-Situation so schnell sich ja nicht ändern wird? Es wird zwar gelockert, aber wir werden noch sehr lange sehr viel mehr auf uns selber zurückgeworfen sein. Sie beschreiben sehr eindrücklich, wie uns manchmal Rituale helfen. Sie nehmen zum Beispiel Bezug auf das Buch Der erste Mensch von Primo Levi, der da schildert, wie er selbst im KZ noch Dante-Verse übersetzt hat für einen Mithäftling. Und sie selber lassen sich von einem türkischen Freund jeden Tag ein Wort zuschicken, das sie dann auswendig lernen. Mir hat da auch ein Buch in dieser Krise jetzt geholfen oder mich interessiert, nämlich von Byung-Chul Han, vom Verschwinden der Rituale, wo er schreibt, dass die Rituale so etwas sind wie Wohnungen in der Zeit, Behausungen, Geborgenheitsorte in der Zeit, wenn wir uns nicht mehr auskennen. Ist das für Sie auch so? Ja, ich glaube, dass das können Rituale sein, die uns helfen in solchen Zeiten, die aus den Fugen geraten sind. Es können Objekte sein, Dinge, die uns zurückführen an einen Ort, den wir verloren haben oder verloren glauben. Wenn wir uns die Literatur von Überlebenden anschauen oder die Literatur von Menschen, die eben Situationen extremer Entrechtung erfahren haben, so tauchen unterschiedliche Mechanismen auf, die ihnen das Überleben erleichtert haben. Rituale sind genau eines davon. Sie haben das Beispiel erwähnt, Primo Levi, der mit einem Mithäftling in Auschwitz Dante übersetzt. Es gibt die Geschichte von Ruth Klüger, die beschrieben hat, wie sie beim Appell Balladen innerlich rezitiert hat, um diese quälend langen Appelle durchstehen zu können. Also auch etwas, was nicht nur ein Ritual ist, sondern eben auch etwas, was Rhythmus hat, was einem die Zeit, die so uferlos scheint, wieder taktet. Und das, was überall in wirklich allen Kontexten, allen verschiedenen Kulturen wieder auftaucht, ist die Anbindung an Freunde. Also das Suchen von mindestens einer anderen Person, mit der gemeinsam man diese Zeit übersteht. Das ist bei Primo Levi so, ist bei sehr, sehr vielen anderen auch so. Bei Liao Yiwu, dem chinesischen Dissidenten, der über seine Zeit im Untersuchungsgefängnis in China berichtet hat. Und ich erlebe es auch an mir selber. Also auch das ist etwas, was ich auch suche im Moment. Eben die Freundschaft und
Vielleicht aber andere Formen, in denen wir die Freundschaft gerade leben oder kommunizieren können, weil wir uns so nicht sehen können, wie wir das gerne möchten. Frau Imke, zum Schluss, wir wollten ja eigentlich über die Zukunft sprechen. Sie haben aber sehr deutlich gemacht, warum Sie glauben, wir müssen eben nicht über das Danach sprechen, bevor wir nicht diese Gegenwart irgendwie erfasst haben, diese Schwierigkeit des komplett Neuen, des Geworfenseins in eine Situation, wie wir sie gesehen haben bei Maria João Pires. Vielleicht trotzdem zum Schluss, gibt es etwas, wovon Sie denken, das zumindest soll uns hinüberretten oder das zumindest soll etwas sein, wovon Sie glauben, damit können wir dann wirklich neu anfangen? Ich hatte gehofft, Sie würden mich fragen, ob ich von etwas sagen könnte, dass ich es auf gar keinen Fall danach noch haben möchte. Dann geben Sie zwei kurze Antworten. Auf okay, die kurze Antwort ist, ich möchte auf gar keinen Fall diese unglaublich schlechte Akustik und Bildqualität weiterhaben. Ich freue mich, dass ich irgendwann wieder richtig hören könnte. Und das, was wir hinüber retten könnten, ist, glaube ich, in der Tat ein mindestens dieser Moment von Disruption, von Innehalten, der uns zwingt, unsere Wirtschaftsformen, unsere Wachstumsobsessionen, unsere Tourismusvorstellungen, unsere Konsumvorstellungen zu befragen. Das, glaube ich, dieses Moment von nicht einfach weiter so, sondern sich auch kritisch zu befragen, das würde ich mir wünschen, dass es hält. Also anders weiter. Ich danke Ihnen ja. ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, auch wenn es auf Distanz war, das nächste Mal wieder im Studio. Vielen, vielen herzlichen Dank, Caroline. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße. Ja, nächste Woche spricht Yves Bossart mit Endo Anaconda, dem Kopf der Schweizer Band Stiller Haas, über die Tragik des Lebens und seine Vision einer besseren Welt. Und jetzt gleich geht es in der Sternstunde Kunst weiter mit der Filmbiografie Mr. and Mrs. Hitchcock, einem Film über den berühmten Hitch und seine lebenslange Partnerin und Seelenverwandte Alma Reville. Danke fürs Interesse, bleiben Sie gesund, eine gute Zeit, bis bald.